So, liebe Leute. Ein super tolles, wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wie auch immer, wann ihr dieses Video schaut. Wir spielen ein wunderbares, tolles Spiel, das ihr sofort sehen werdet, wenn die ganzen Scheiß-Intros von den Scheiß-Firmen fertig ist. Ich hab's ja schon angedeutet. Meine Fresse, wie viele von denen gibt's denn noch in dem Spiel? Du weißt, das Spiel ja so, war schon etwas älter. Ein kleiner Klassiker von mir, ein kleines Lieblingsspiel von mir. Oh ja, I love it! Nvidia! Ja, es ist 4! Oh ja, ich freue mich. Nicht wirklich, weil ich brutal viel Angst in diesem Spiel habe. Ein Ego-Horror-Spiel. Ein sehr guter Klassiker. Die alten 4 Teile waren richtig, richtig gut. Die werde ich jetzt für euch let's playen. Jeweils in so, naja, so 15, 20 Minuten teilen. Ich will sie diesmal nicht so lang machen. Das Hochladen der Videos ist auch unregelmäßig, wegen, hauptsächlich wegen V3, weil es bei mir im Moment erstmal Priorität hat. Aber falls es nicht klappen sollte mit V3, wegen Hochladen, wenn die Sachen keine Zeit hat, dann kommt einfach 4.1. Aber sonst käme 4 jeden Donnerstag, würde ich einfach mal so in den Saal schmeißen. Dieses Gerücht. So ein neues Spiel. Oh wow, Hochtreffer sichern, Waffenschadenswirkung des Gegners. Nur für Masochisten-Spieler empfohlen. Erhöhte Treffsicherheit und Waffenschaden des Gegners für Top-Spieler empfohlen, die eigentlich der Herausforderung suchen. Nee. Ja, ich spiele das lieber auf Mittel, weil für mich ist eher die Horrorelemente wichtiger als das Rumgeballere der Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, Situation, eine hohe Alarmstufe wurde ausgelöst. Mission, das 4-Team hat sich zur Notfall-Einsatzbesprechung zu melden, um die Situation zu besprechen. Sie wurden gerade als Frontmann zu der neuen Einheit versetzt. Dies ist ihr erster Einsatz bei 4. Ja, wir sind, weiß ich nicht, erstes Spiel von 4. Ich will nichts spoilern, das spielen wir einfach mal. Im Jahr 2002 gründete die US-Armee eine geheime Einheit, die sich dem Kampf gegen paranormale Bedrohungen der nationalen Sicherheit widmete. Die Einheit bekam den Namen First Encounter Assault Recon. Sierra Entertainment präsentiert. Ein Monolith Productions Spiel. Oder Produktionsspiel. Okay. Das ist unser Viertel aus dem Dreier. Das ist das kleine Mädchen, was ich hasse. Abgrundtief. Ich mache ein bisschen lauter bei mir. Einfach um mich noch viel mehr zu erschrecken. Oh wow! Vier. Greg Baldwin, John Blaney, Susanna. Die Susanna ist da auch dabei. Oh wow. Okay. Was geht da ab? Wow, du bist tot. Das tut mir leid. Oh wow, der ist noch viel toter. Und die sind auch tot. Und der ist Menschen. Und die gucken dabei zu. Ah, der Vakuum im Kopf, der findet es auch nicht in Ordnung. Das ist seltsam, Kollege.
Senator. It's about Origin. What happened? Okay. Das Spiel ist wohl soundmäßig auf Englisch bei mir eingestellt. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. All right. Let me make a few calls. Okay, der Senator ist wohl beunruhigt, dass gewisse Menschen hier gerade... This wacko's name is Paxton Fettel. He's the kid. Paxton Fettel ist das, him, okay. We contain the situation. The fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Top secret. One of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Yeah, ein Bataillon, 1000er Supersoldaten. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army Camp implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? Yes, sir. Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. Ja, fangen wir mal an. Sorry, dass das Spiel auf Englisch ist, das wusste ich gar nicht. Das erste, was ich, woran ich mich erinnere, ist wohl eine Lampe. You will be a god among men. Okay, ich werde ein Gott unter Menschen sein. Ja, ich versuch's, wenn es euch nichts ausmacht, etwas zu übersetzen, falls ihr nicht wisst, was die gerade sagen. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Kowski? All right, move it out. Okay, ich gehe raus. Ja, durchsuchen Sie das Gebiet nach Spuren von Paxton Fettel. Ja, Situation 4, Einsatzkoordinator Rowdy Batters hat das feindliche Kommandanten Paxton Fettel in einem verlassenen Gebäude in Distrikt Urban aufgespürt. Der Spionagesatellit Hannibal 3 im geosynchronen Orbit zeigt keine Spuren von Replikasoldaten in der Gegend. Replikasoldaten sind, glaube ich, diese bösen Einheiten von Fettel, die super duper stark sind, mich super duper töten möchten, aber das ist mir super duper egal. Ja, infiltrieren Sie den Sea-Art. Ach ja, komm, leck mich am Arsch, lass mich raus, Mann. So. Durchbrechen oder zerschießen Sie den. Ja, wie. Ja, gut, dann schieße ich halt. Ich gehe einfach mal hier rein, drücke F. Ja. Mit X Taschenlampe, okay. Okay, so mache ich auch immer Türen auf. What the fuck? Hey Bro, was geht, Bro? Okay, find einen anderen Weg. Okay. Jankowski, das ist ein geiler Name. Jankowski. Treffen sich mit Jankowski. Okay. Creepy Atmosphäre. Scheißdosen, Alter! Fucking Ratten. Geh mal, ist hier kein Seuchenkalk gedehnt? Ich brauche eine Lampe, ich hasse Dunkelheit. Oh mein Gott, meine Taschenlampe hat da noch ein Akku. Okay, Gesundheitsbooster habe ich bekommen. Sehr interessant. Ich meine Ratten, Alter, ey, ich spoiler dich ab, du Hurensohn-Ratte. Bist du tot jetzt? So eine Ratte, ey. Ja, ich würde sagen, ich beende hier schon mal den ersten Teil unserer 4-3 Marathons. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Part. Wie auch immer. Tschüss.